Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt wieder eine neue Folge unseres Podcasts Mittwochs in der Bibliothek. Und heute habe ich wieder einen Gast hier vor mir sitzen oder neben mir sitzen. Das ist Sabine Musial. Ich sage auch mal Hallo. Genau, hallo Sabine. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen einer Zusammenarbeit, einer gemeinsamen Ausstellung, die jetzt gerade hier bei uns in der Mark-Twain-Bibliothek hängt. Und wie wir zueinander gefunden haben, das erzähle ich nachher erstmal nochmal. Aber du sollst jetzt bitte erstmal erzählen, wo du herkommst. Für wen sitzt du jetzt hier? Ja, ich leite seit 2 Jahren einen Verein, das nennt sich Tagebuch und Erinnerungsarchiv. Dieses Archiv gibt es seit 2012, aber es sind schon vorher ganz, ganz viele Geschichten gesammelt worden. Und zwar bewahren wir und dokumentieren wir die Dokumente von der Erinnerungskultur. Das sind Tagebücher, das sind Briefe, das sind ganze Briefwechsel. Das sind viele Fotos, Fotoalben, das sind auch eine ganz große Anzahl an Erinnerungstexten und natürlich Nachlässe und andere Sammlungen. Und ich muss gestehen, ich hatte bis vor ein paar Monaten keine Ahnung, dass es dieses Archiv gibt. Das geht vielen so. Aber das ist sehr schade und das wollen wir ändern. Das ist gut. Das sollen auf jeden Fall mehr Leute wissen. Also, das Ganze hat nämlich folgenden Hintergrund. Wir haben ja in der Bibliothek dieses Jahr das Motto Sehnsucht ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und Sie selber haben ja auch die Möglichkeit, Ihre Sehnsüchte auf eins unserer Lesezeichen zu schreiben und in einen Karton zu werfen, der im Eingangsbereich der Bibliothek steht. Sie können Ihre Sehnsüchte auch auf unserer Webseite in einem Formular notieren und abschicken. Und das Ganze ist anonym natürlich. Und Ende des Jahres wollen wir dann die Sehnsüchte unserer Leserinnen und Leser in einer Broschüre veröffentlichen. Aber wir möchten auch gerne eine Veranstaltung machen zu diesem Thema, hat sich meine Kollegin Isabel Sana und ich überlegt, weil diese Aktion von den Hamburger Bücherhallen ausging. Sie hat die Bibliotheken im deutschsprachigen Raum eingeladen mitzumachen und jede Bibliothek, die sich daran beteiligt, möchte dann auch irgendwelche Veranstaltungen und so weiter zu diesem Thema machen. Und Isabel Sana hatte die Idee, eine Ausstellung zu gestalten mit Feldpostbriefen, weil sie zu Hause ganz viele davon hat, von ihrem Uronkel. Und da fiel mir ein, ich habe auch ganz viele Feldpostkarten vor allen Dingen, aber auch Briefe und war dann total begeistert von der Idee, denn Feldpost ist ja auch irgendwie ein Zeichen der Sehnsucht. Ja, dann haben wir das also so versucht zu konzipieren, diese Ausstellung, haben uns Gedanken gemacht und genau in dieser Phase fiel mir ein Flyer in die Hände, ein Stapelflyer, der hier in der Bibliothek angeliefert wurde, nämlich Flyer vom Tagebuch und Erinnerungsarchiv. Und da dachte ich so, das gibt's doch gar nicht, so ein Zufall, das schickt der Himmel sozusagen. Und dann habe ich dir gleich eine Mail geschrieben, Sabine, und habe gefragt, ob ihr da mitmachen würdet. Und da war ich ganz begeistert, weil wir eben in der Zwischenzeit eine ganze Menge Feldpostbriefe bekommen haben von Nachlassgebern und überlegt haben, was machen wir damit? Das muss der Öffentlichkeit mal gezeigt werden. Wir haben aber eben keine Ausstellungsräume und wir haben bisher nicht die Möglichkeit, das in irgendwelchen Vitrinen zu zeigen. Da waren wir ganz zufrieden, dass wir hier in der Bibliothek unterkommen konnten. Und es lief ja auch wunderbar. Du hast mir super zugearbeitet. Wir haben uns dann auch ganz schnell geeinigt, dass wir das Hälfte-Hälfte, also dass wir das aufteilen. 10 Rahmen gestalten Isabel und ich, 10 Rahmen das Tagebuch und Erinnerungsarchiv. Und jetzt seit Anfang des Monats hängen diese Rahmen mit den Feldpostbriefen und Karten auf den 3 Etagen der Bibliothek. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung geworden. Und ich habe auch festgestellt, dass viele stehen bleiben und sich das angucken. Und wonach habt ihr denn die
die Briefe jetzt ausgesucht, die ihr da hinter Glas gebracht habt? Das ist sehr, sehr schwierig, ne? Weil man natürlich viele interessante Briefe hat. Nicht alle sind wirklich übersetzt, transkribiert, weil das oft eben eine sehr schwierige Handschrift ist. Es ist fast alles in Sütterlin geschrieben. Wir haben bei diesen ungefähr 600 Feldpostbriefen, glaube ich, 3 dabei, die Maschine geschrieben sind. Alle anderen mussten wir übertragen oder versuchen zu lesen, und da ist die Auswahl schon schwierig. Aber wir sind so ein bisschen danach gegangen, wo kann man denn Geschichten erzählen? Wo bekommt man aus diesen Briefen eine Geschichte über die Familie, oder vielleicht gibt es Material, was man noch recherchieren kann über eine Familie? Oder manchmal geben auch Menschen, die eben Material ins Archiv geben, nicht nur Feldpostbriefe ab, sondern dazu eben auch noch Fotos oder einen Ausweis vom Opa oder irgendeine Urkunde. Und das haben wir dann versucht, so mit unterzubringen. Und ihr habt ja auch einen Abschnitt der Schrift gewidmet, Sütterlin. Genau. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, das war so unser Hauptanliegen. Viele wissen gar nicht, dass es unterschiedliche Schriften vor unserer jetzigen gegeben hat. Und die meisten können es nicht mehr lesen. Und das war uns nochmal wichtig, die Leute auch zu interessieren. Was gab es früher? Wie ist geschrieben worden? Wie hat meine Oma geschrieben? Mein Opa geschrieben? Wobei ich sagen muss, dass, glaube ich, mehr Omas Sütterlin geschrieben haben, weil die eben einfach dichter dann auch bei den Enkelkindern waren. Und erst in Berührung mit diesen Feldpostbriefen hat man dann auch gesehen, ja, die Männer haben auch ganz tolle Briefe geschrieben, und die können genauso emotional sein und genauso schön sein. Genau. Ich habe ja in meinem Familienbesitz eben diese, also ganz, ganz viele Dokumente, das geht bis 1700 oder noch was zurück, mit Fotos, also seitdem es Fotos gab. Von der Zeit an habe ich auch Fotos von meinen Ahnen. Ja, und dann bin ich eben über diese Postkarten meines Opas gestolpert und konnte die überhaupt nicht lesen. Ist ja klar, Sütterlin und eine sehr ausgeprägte Handschrift. Und da habe ich mir so gedacht, ich muss das lernen. Dauert ein bisschen, und man kann sich aber reinlesen in so eine Handschrift, und irgendwann geht es dann ganz gut, ne? Am Anfang stolpert man von einem Wort zum anderen und deutet es auch falsch unter Umständen. Aber dann wird es immer besser. Also das lohnt sich. Spaß macht es eben, wenn man mit mehreren zusammensitzen kann. Bei uns im Verein ist es so, dass sich 3, 4 Menschen zusammengefunden haben, die dieses Sütterlin sehr gerne lesen oder schreiben oder sich damit beschäftigen. Und die brennen förmlich danach, diese Briefe eben sich auch auszutauschen. Wenn die jetzt irgendein Wort nicht lesen können, dann legen wir das mit einem Fragezeichen zur Seite. Und wenn wir alle zusammensitzen, dann sitzen wir zu viert mit einer Lupe da und versuchen, dieses Wort zu entziffern. Ja. Meistens gelingt es uns. Es gibt sicherlich 2, 3 Briefe, wo man das nicht rausbekommt, aber das tut dann auch nicht so viel zum Inhalt dazu. Ja, man weiß dann trotzdem, worum es geht. Ja, also sind Eigennamen von Städten oder von Familienmitgliedern, die man oft nicht rausbekommt. Also sie durften ja auch nicht so viel schreiben, nicht so viel verraten, schon gar nicht, was sie im Einsatz machen mussten. Ja, und später haben ja auch die meisten dann da nicht drüber geredet, aber das ist jetzt vielleicht auch euer Anliegen. Also ihr könnt jetzt nicht mehr mit den Zeitzeugen selber reden, die sind ja mittlerweile, denke ich mal, alle verstorben, die im Krieg waren. Aber dass man versucht rauszubekommen, was da wirklich passiert ist. Also im Prinzip die deutsche Geschichte zeigt es ja auf, was passiert ist, aber das dann an so einzelnen Schicksalen festzumachen, das ist dann schon wieder was ganz anderes. Also es geht einem schon sehr, sehr nah an, wenn man diese Briefe liest und wenn man so eine Person in mehreren Abschnitten immer wieder begutachtet von außen und eben überlegt, wer könnte das gewesen sein, wie ist er als Mensch gewesen. Ja. Und man leidet mit. Ne? Wir haben eben auch ein paar Briefe, die müssen an dieser Zensur vorbeigegangen sein, wo über die Verwundungen geschrieben wird und sehr, sehr genau über die Verwundung auch geschrieben wird. Und das berührt einen dann total. Ja, genau. Ich habe auch noch so ein paar Briefe von meinem Onkel, der dann, also der Sohn von dem Feldpostkartenschreiber aus dem Ersten Weltkrieg.
Und der ist dann im Zweiten Weltkrieg kurz vor Moskau gefallen. Und sein Vorgesetzter hat dann meine Großeltern dann die Todesnachricht geschickt. Und das ist auch ein sehr berührender Brief. Und man kann sich dann so ein bisschen vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig war für meine Großeltern, damit umzugehen. Ja, und so gibt es eben unzählige Briefe aus dem Nachlass, Schicksale. Und ihr sammelt jetzt nicht nur Briefe, sondern alles, was euch so zugetragen wird, Zeugnisse. Genau, wir haben jetzt ein paar Kriegstagebücher. Das ist, glaube ich, so das Schwierigste, was man überhaupt haben kann, weil es ja im Krieg so kompliziert war, Tagebücher zu schreiben beziehungsweise dann auch von Ort zu Ort mitzunehmen. Mhm. Wir haben eins jetzt gerade aus dem Ersten Weltkrieg bekommen, das ist ganz klitzeklein, das ist mit Bleistift geschrieben, kaum lesbar, aber super wertvoll, weil man eben da Geschichte spürt. Ja. Und wir haben eben mehrere aus dem Zweiten Weltkrieg, wobei das aus unserer Sicht nicht originalgetreue Tagebücher sind, sondern die sind im Nachhinein, denke ich, geschrieben worden. Ach so, sicherlich unmittelbar nach dem Krieg. Aber diese Fotos, die eingeklebt sind, ich weiß nicht, ob man das wirklich alles hinbekommen hat, dass man das in den Zeiten des Krieges dann auch die Fotos entwickeln konnte, und da, um die in das Tagebuch einzukleben. Oder ob man sich eher nach dem Krieg hingesetzt hat und das eingeklebt hat. Wir haben eine Fototüte in einem von den Feldpostbriefen von Joachim Rahn gefunden, der war im Zweiten Weltkrieg. Die ist aus Frankreich. Da wissen wir, der hat Fotos in Frankreich vervielfältigen lassen. Was nun in der Tüte drin war, wissen wir nicht, aber wir haben die Tüte. Ach so, nur die Tüte. Ah ja. Gibt es eigentlich einen zeitlichen oder eine Begrenzung, dass ihr jetzt sagt, nur bis dahin, also wenn jetzt jemand Tagebücher abgibt, die 1970 oder 80 geschrieben wurden, ist das jetzt auch euer Sammelgebiet? Es ist bis zur heutigen Zeit das Sammelgebiet. Wir wollen ja für die Nachwelt alles aufbewahren, was mit deutscher Geschichte zu tun hat. Und natürlich sind für uns persönlich jetzt Tagebücher, die vor 2 Jahren geschrieben wurden, nicht ganz so interessant wie welche, die vor 70, 80, 90 Jahren geschrieben wurden. Aber die Leute, die nach uns kommen, die werden sich daran erfreuen und werden gucken. Und für die ist es interessant. Das stimmt. Ja. Und so überlegen wir eben auch im Verein, dass wir eben nicht nur Tagebücher aufbewahren und diese anderen Dokumente, sondern die neue Form des Tagebuchschreibens sind ja diese Blogs. Und es gibt, also wir haben bisher noch niemanden gefunden, der diese Blogs sammelt. Das wird dann innerfamiliär vielleicht betrieben, aber kein Archiv, keine Organisation, die irgendwie sowas aufbewahrt. Das ist ja auch schwierig, weil das ist digital, man kann es nicht anfassen. Andere Materialien, die man anfassen kann, sind natürlich viel interessanter. Ja. Aber für die Nachwelt sind diese Blogs natürlich auch Alltagskultur. Das stimmt. Ne? Ja. Und deshalb muss man eigentlich sich damit beschäftigen und schauen, wie kann man das machbar oder wie ist das machbar. Ihr arbeitet ja auch mit der Staatsbibliothek zusammen, habe ich gelesen in den Unterlagen. Inwiefern? Was passiert da? Wir müssen ja als Archiv, oder wir haben den Anspruch, eben zu arbeiten wie ein Archiv. Bei uns arbeiten eben alle ehrenamtlich, wir bekommen keine Unterstützung. Wir müssen also gucken, welche Datenbank können wir benutzen. Die Datenbanken, die auf dem Markt sind für Archive, sind so teuer, dass wir uns das nicht leisten können. Aber wir wollten natürlich auch unsere ganzen Dokumente irgendwo erfasst haben. Und wir hatten das große Glück, in der Datenbank Calliope von der Staatsbibliothek aufgenommen zu werden und dürfen dort jetzt unsere Dokumente eingeben und haben dadurch auch eine ganze Menge Resonanz, weil das doch ein Verbund ist, der über ganz Deutschland geht. Und ich habe zum Beispiel bei dem Eingeben von Briefen von 44 von einem Pfarrer aus Oberschöneweide, habe ich dann plötzlich in einer anderen Bibliothek Briefe gefunden. So. Und das war total witzig, weil ich dann die Bibliothekarin dort angerufen habe und gesagt, Sie haben auch Briefe von Kurt Rasenberger? Ja. Und dann haben wir so ein bisschen erzählt, dann habe ich gesagt, wir haben über 1000 Briefe, weil er war so sehr kreativ, er hat sehr viel geschrieben, alle Briefe sind bemalt, also richtig kleine Kunstwerke.
Und sein Schwager war ein Kunstmaler. Und der hat in Kiel gelebt, in dieser Bibliothek, die ich angerufen hatte. Und daher hatten die eben Briefe von unserem Kurt Rasenberger. Ja. Und wir haben uns beide sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und es wird sicherlich auch ein Austausch stattfinden. Das ist ja gut. Also so eine Datenbank ist da schon ein Segen. Ne? Ja. Und man kann natürlich auch ganz, ganz schnell, wir kriegen ja relativ viele Anfragen von Studenten, Schülern, auch Wissenschaftlern, viel Filmemachern oder Journalisten. Und die fragen dann zu bestimmten Themen. Manchmal sind es ganz exotische Themen, die wir dann auch nicht beantworten können. Und manchmal werden eben einfach Fotos oder Briefe von 1933 gesucht. Mhm. Und daraus wird eine Geschichte gemacht. Oder wir haben jetzt die Bekanntschaft gemacht mit einem amerikanischen Autoren, der Romane schreibt. Und der Vater dieses Autoren hat in Berlin als Zwangsarbeiter gearbeitet. Und er wollte diese Geschichte aufgreifen und wollte aber noch weitere Geschichten aus der Berliner Kriegszeit dazu nehmen. Und ist dann bei uns im Archiv fündig geworden, hat sich mehrere Geschichten dort angeguckt. Und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Und ihr sucht weiterhin, also man kann euch solche Dokumente geben. Ne? Unbedingt. Und ihr sucht aber auch Zeitzeugen, Interviewpartner. Genau. Also wir haben uns angewöhnt, viele Sachen sind aufgeschrieben, aber die gesprochenen Sachen sind viel wichtiger noch, weil sie eben dieses persönliche Erleben sind und weil die aus den Menschen so raussprudeln und das viel lebendiger ist, als wenn man es geschrieben hat. Mhm. Beim Schreiben korrigiert man 3-4 Mal, beim Sprechen ist das anders und es ist schön, sich mit diesen Menschen zu unterhalten. Man kann es auch so in Interviewform machen. Wir entscheiden das immer von Mal zu Mal, wie wir vorgehen. Manchmal lassen wir sie auch einfach nur reden über ein bestimmtes Thema. Und das Schwierige dabei ist, dass wir eben dann alles per Hand abschreiben müssen, weil gerade so in Interviewform gibt es eben noch nicht diese künstliche Intelligenz, die unseren Ansprüchen genügt, dass es 1:1 übertragen werden kann. Und das wäre einfacher. Das kostet eben wahnsinnig viel Zeit. Und daher suchen wir auch immer noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die für ein paar Stunden bei uns sich irgendwie beschäftigen. Wir sind eine ganz nette Truppe und jeder hat so andere Interessen, was im Verein gemacht werden kann. Also ihr sucht auch neue Mitarbeiter, genau, Ehrenamtliche, die... Und wenn es eben bloß mal eine Stunde in der Woche ist. Ne? Ja. Toll wäre natürlich, wenn wir so technikinteressierte Menschen haben. Das ist alles nicht so ganz unser Ding. Mhm. Ne? Aber man wächst mit seinen Aufgaben. So ist es. Und, genau. Aber es wäre eben gut, wenn man da eben noch ein bisschen Zugewinn hätte. Und ihr führt ja auch Workshops durch. Ja. Das ist unglaublich, was ihr alles macht. Also wenn man bedenkt, dass das alles ehrenamtlich läuft, das ist schon, also ja, ich habe also versucht, seit ich eben diese 2 Jahre in diesem Verein bin, mit den Schulen Kontakt zu haben. Leider kam mir Corona dazwischen, sodass diese Schularbeit so ein bisschen brach lag. Die Geschichtslehrer waren sehr interessiert, als ich das vorgestellt habe. Ja, dann durch Corona konnten die Zusammenkünfte nicht stattfinden und jetzt gerade fängt es an, wieder aufzuleben. Wir haben jetzt so ein Schülerprojekt, dass die Schüler eben Archivarbeit kennenlernen. Da haben wir verschiedene Stationen, wo die einfach sich mit der Sprache auseinandersetzen können, mit dem Erschließen von Tagebüchern, mit dem ja auch Reparieren von Fotoalben. Wir haben jetzt mehrere Fotoalben bekommen, wo die Fotos einfach wild durcheinander liegen, wo man also wieder gucken muss, wie gestaltet man das, dass das wieder ein schönes Werk ist. Ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass 1 oder 2 von den Schülern dann weiter Interesse haben und vielleicht auch nach diesem Projekt dann noch ein bisschen bei uns mitarbeiten. Weil ich habe gemerkt im Verein, dass wenn wir die Jugend mit dabei haben, dass ganz andere Ideen kommen. Also ich hatte schon immer den Wunsch, so Zeitzeugeninterviews zu führen, auch gerade zur Wendezeit. Aber ich war sozusagen alleine mit dem Problem. Und dann kam aber eine jugendliche Studentin zu uns und dann kam noch eine und dann wurden wir ein paar mehr und jetzt machen wir das.
so für uns erstmal zum Üben, wie geht das am besten, wie kann man das rüberbringen. Und es macht unwahrscheinlich viel Spaß, wenn so jung und alt zusammenarbeiten. Das glaube ich. Und eure Räume, die sind ja weit weg, ne? Die sind weit weg in Altklinike. Das ist so ein bisschen das Problem, dass wir alle einen relativ weiten Anfahrtsweg haben. Deshalb arbeiten wir viel von zu Hause und versuchen eben die Dinge, die zu Hause gemacht werden können, dort zu erledigen. Und einmal in der Woche sehen wir uns aber, weil wir alle der Meinung sind, dass wir uns auch mal so Auge in Auge kennenlernen müssen und überlegen können, wie Projekte eben gestaltet werden können. Mhm. Wir hatten im letzten Jahr aus meiner Sicht eine relativ tolle Veranstaltungsreihe, wo wir Demokratiegeschichte in unseren Tagebüchern und Briefen erzählen wollten und haben praktisch 5 verschiedene Themen gefunden zu verschiedenen Zeitabschnitten, wo wir den Leuten, die Lust auf Lesung hatten, Teile aus Tagebüchern vorgelesen haben, in Verbindung mit anderen Geschichten, die sich bei uns im Archiv finden. Also sprich, Weimarer Republik war ein sehr großes Thema. Wir haben ein Tagebuch von einem 1867 geborenen Maurer, der eben erzählt hat, wo er in Berlin überall mitgemauert hat. Und es ist schon erstaunlich. Der hat maximal 4 Klassen Schule hinter sich, wie toll er das trotzdem alles beschrieben hat und wie gut das lesbar ist. Und so gibt es ganz viele verschiedene Tagebücher, die man so als Anstoß machen kann oder nehmen kann, um allen Menschen Geschichte zu erklären, ohne jetzt so oberlehrerhaft rüberzukommen, sondern einfach mit diesen Lebensgeschichten auch ein Stück deutsche Geschichte zu erklären. Ja, und am Einzelschicksal geht das am besten. Mhm. Wir machen ja auch zusammen noch eine Veranstaltung am 20. Juli um 20 Uhr hier in der Mark-Twain-Bibliothek. Was wird denn da passieren? Ja, also wir haben gesagt, diese Ausstellung ist wichtig, weil man dann eben die Briefe sehen kann und weil man sich einfach Gedanken um diese Briefe machen kann. Aber in der Ausstellung wollen wir eben Geschichten erzählen. Wir stellen die Briefschreiber vor, sofern wir das können. Wir haben natürlich auch Briefe, die kennen wir gar nicht weiter und trotzdem sind die wertvoll. Wir versuchen also, um jeden Brief so eine kleine Geschichte zu gestalten und haben uns dann eben in vielen, vielen Stunden, wo wir Briefe gelesen haben, die rausgesucht, die wir besonders hübsch fanden oder was so Zusammenhänge erklärt, warum welcher Brief wie geschrieben worden ist. Und meine Kollegin Isabel und ich, wir werden dann unsere Familiengeschichten auch noch ganz kurz vorstellen. Danach kann sich die Ausstellung natürlich auch noch angeschaut werden. Ich finde eure Geschichten auch so toll von euren Familien, ne? Das ist so was ganz Besonderes. Also wir haben auch autobiografisches Material, jetzt nicht für diese Ausstellung verwandt, aber wir haben relativ viel. Und das ist immer so was ganz Rundes, Besonderes. Mhm. Ne? Und deshalb finde ich eure Bilderrahmen auch so wunderschön. Kann ich nur zurückgeben. Also das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Ausstellung. Also ich kann Ihnen nur raten, kommen Sie mal zu uns, schauen Sie sich das an. Die Ausstellung hängt noch bis Ende August, ist also noch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, am 20. Juli um 20 Uhr die Veranstaltung. Und wenn Ihnen einfällt, dass Sie zu Hause noch so hübsche Dokumente liegen haben, die nur Platz wegnehmen, wir sind immer bereit, die aufzunehmen. Die Flyer liegen hier auch in der Bibliothek. Oder Sie gucken auf unsere Homepage www.thea-berlin.de. Thea ist das Tagebuch und Erinnerungsarchiv. Gut, ich werde in der Podcast-Beschreibung auch nochmal dahin verlinken, sodass Sie das dann ganz schnell finden. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Vielleicht noch, falls jetzt jemand zuhört, der Räume zur Verfügung hat für das Tagebuch und Erinnerungsarchiv, dann melden Sie sich unbedingt. Ja, wir haben so zugelegt an Dokumenten, dass es schwierig wird, alles dort in den 2 Räumen in der Klinik zu bewahren. Wir bekommen nicht mehr Räume oder wir können auch nicht mehr Räume bezahlen, weil wir eben einfach nur von den Mitgliedsbeiträgen leben. Also wenn irgendwo leerstehende Räume zur Verfügung sind, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, am besten ein bisschen mehr
rein nach genau. Berlin, das ist nicht so. Ja, weil wir haben eben gemerkt, dass wenig Zuhörer eben sich diesen Weg machen. Oder wir werden oft angeschrieben, dass unser Archiv angeguckt werden möchte. Sie kommen dann nicht, weil es eben nicht ganz an der S-Bahn liegt. Da muss man nochmal umsteigen mit dem Bus und das ist dann alles so beschwerlich und dann kommt keiner. Ja. Ich wünsche dir, Sabine, dass ihr neue Räume findet. Danke. Und überhaupt viel Erfolg weiterhin und weiterhin so eine Energie, dass du das und deine Mitstreiter, dass ihr das weiterhin so betreiben könnt. Also das Hut ab, kann ich da nur sagen. Das ist enorm, was ihr leistet. Ach ja, also ich find das auch schön, dass eben so viele Mitstreiter da sind. Ich bin das ja nicht alleine, sondern die anderen ringsherum auch. Und dass wir uns da alle so gut verstehen. Und das war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit mit euch. Ja, danke gleichfalls. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für dieses Gespräch und freue mich auf die nächsten 2 Monate, wenn die Ausstellung jetzt hier hängt und ganz besonders auf unsere Veranstaltung. Sehr schön. Tschüss. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.